willkommen zurück zu diesem neuen, sehr erwünschten Cozy-Video. Nur, dass ihr es im Voraus wisst, es wird ein Sit-Down-Video und ich werde ein bisschen reden. Deswegen macht es euch gerne gemütlich, holt euch vielleicht auch einen Tee oder sowas für den Cozy-Vibe. Ich hole mir jetzt erstmal keinen, weil ich habe euch viel zu zeigen und so weiter. Willkommen zu diesem sehr gewünschten Fall Essentials Video. Ich mache sehr, sehr gerne solche Videos. Ich würde sagen, der Herbst ist endlich da. Jetzt auch endlich bei uns. Ich habe so lange auf ihn gewartet, obwohl es schon Mitte Oktober ist. Und der Herbst ist da und jetzt waren schon die ersten so richtig kalten Tage und ich bin jetzt so richtig im Herbstding drin. Und ich werde euch heute meine Herbst Essentials zeigen. Also nur, dass ihr wisst, das sind absolut keine Must-Haves. Dazu gibt es Dupes, dazu gibt es andere Varianten, aber das sind einfach so alles in allem meine Four Favorites und meine Sachen, die ich gerne trage, die ich gerne benutze und so weiter. Fangen wir an. Ich habe hier ein paar Dinge, aber ich würde sagen, wir fangen erstmal mit den Klamotten und so weiter an. Was man im Herbst unbedingt braucht, also wirklich unbedingt, ist ein schöner Cozy Mantel. Ich habe jetzt hier diesen und ich habe den vor ein paar Tagen gekauft beim Zara und ich liebe diesen Mantel. Ich hatte den heute zum zweiten Mal an und ich liebe ihn wirklich. Ich finde den so, so geil. Ich finde, Herbst ist nicht Herbst ohne einen Mantel oder einen Trenchcoat. Vor allem sind ja gerade Cropped Trenchcoats oder Mäntel sehr im Trend. Und vor allem mag ich das auch, weil ich kann damit so leicht in die Schule gehen. Vor allem ist es da nicht so schwer, sich zu bewegen, wenn man so einen richtig langen Mantel an hat. Also ich liebe Cropped Mäntel wieder. Den habe ich hier für 120 ergattert, aber es gibt auf jeden Fall deutlich billigere. Und ich habe auch einen Trenchcoat, aber momentan ist es mir für die Trenchcoats ein bisschen zu kalt. Ich blende euch die Artikelnummer, wie gesagt, alles hier ein. Wenn ich es in der Infobox verlinken sollte, dann schreibe ich euch das auch nochmal hierher. Aber ich liebe diesen Mantel und ich finde vor allem so ein Braun passt immer so, so gut zum Herbst. Und ich finde den einfach super. Ich finde den einfach toll. Ich kann gar nicht mehr ohne den. Und ja, ich finde es einfach perfekt. Vor allem H&M und Zara schön, also würde ich euch empfehlen, da mal vorbeizuschauen. Jetzt kommen wir zu einer Sache. Da sind die Meinungen wahrscheinlich sehr verschieden. Nämlich sind es einmal Uggs. Ich liebe meine Uggs. Und bevor jetzt jemand was sagt, ich habe richtige Uggs, also von der richtigen Uggmarke. Und ich bin mir mittlerweile bewusst, wie Uggs hergestellt werden. Ich habe mir die Uggs aber schon letztes Jahr gekauft, als ich wirklich noch keinerlei Ahnung davon hatte. Und ich kann jetzt nichts mehr machen und ich besitze die Uggs und deswegen werde ich sie natürlich weiterhin tragen. Ich habe hier die Uggs Mini oder Uggs Ultra Mini und ich liebe diese Schuhe, weil es dann von drinnen einfach so schön warm ist. Und ich liebe meine Uggs. Ich finde, das ist auf jeden Fall ein Essential für mich geworden. Ich trage die wirklich super duper gerne und ich liebe einfach das Gefühl von denen, die sind super gemütlich. Und ich finde, ein Outfit sieht so viel schöner mit diesen Uggs aus. Deswegen, ja, sind die Uggs auf jeden Fall auch ganz, ganz oben bei mir. Machen wir nun auch weiter, was ein ganz, ganz, ganz wichtiges Essential ist im Herbst. Wenn man einen Mantel trägt, aber es relativ kalt ist und man keine Winterjacke tragen möchte, aber sich trotzdem bedecken möchte, braucht man einen Schal. Und vor allem sind solche Chunky-Schale gerade super im Trend. Ich habe zwei Versionen, nämlich einmal diesen riesengroßen Schal tatsächlich. Es ist so random, ich habe es wahrscheinlich schon beim Back-to-School-Haul gezeigt. Aber dieser Schal ist von Ernst Drinks Family. Vielleicht kennen das die einen oder anderen von euch, aber ich war da so ganz zufällig drin. Und ich fand den Schal so cool und die haben nur 12 oder 15 Euro oder so gekostet. Und ich finde, es geht eigentlich voll, weil ich würde mir jetzt auch keinen Schal für 30 Euro oder sowas kaufen. Wenn er von Zara ist oder sowas. Und der hat mir super gefallen. Der ist zwar pink. Und eigentlich ist es auch für mich ein bisschen verrückt, weil ich bin eigentlich auch so eine sehr, sehr basic Person. Also ich bin jetzt nicht so eine ausgewogene Person, die irgendwelche krassen Farben trägt. Aber ich liebe diesen Schal. Der hält super warm und ich finde den voll cool zum Outfit aufpeppen. Ein Ding für Leute unter euch, die vielleicht sehr gerne so helle Farben tragen, ist das mega was. Weil ich finde diese Outfits damit sehen so schön aus. Ich kann euch vielleicht hier ein kleines Bild einblenden von meinem Outfit heute und ich fand das so schön. Und hier steht noch so, it's good to be kind. Hier kann ich euch leider keine Artikelnummer einblenden, weil es da auch keine Artikelnummer, glaube ich, zu gibt. Aber geht einfach in den Laden, wenn es ein Ernst Drinks Family bei euch in der Stadt gibt oder sowas. Diesen Schal gibt es noch in ganz vielen verschiedenen Tönen, auch in braun, grünlichen, blauen Tönen. Also die gibt es auch in herbstlicheren Tönen. Aber mich hat diese Farbe irgendwie so angesprochen und ich musste diesen Schal kaufen. Und ich finde den super chunky und weich und ich finde den einfach toll. Also rennt zu Ernst Drinks Family und holt euch so einen Schal, weil die sind wirklich cool. Natürlich kann ich es aber auch verstehen, dass so ein Schal nicht zu allem passt. Deswegen habe ich hier auch noch eine Basic-Variante. Nämlich ist es dieser typische Burberry-Schal. Ist natürlich auch nicht jedermanns Sache, aber ist einfach mega basic. Ich mag den Schal auch mega gerne und ich trage den auch
ab und zu ganz gerne zu Outfits, weil wenn man ein klassisches Outfit hat oder ein elegantes Outfit, dann passt natürlich so ein pinker Schal überhaupt nicht. Ich mag den Schal sehr gerne, was aber ein großes, dickes, fettes Minus bei dem Schal ist, ist, dass der eher kratzig ist. Also dieser Schal ist deutlich angenehmer und der ist ein bisschen kratziger. Das ist einfach dieser komplett typische Burberry-Schal. Muss natürlich auch nicht von Burberry sein, aber den habe ich halt daheim. Den haben meine Eltern wirklich vor einer richtig langen Zeit gekauft. Also der ist wirklich schon bestimmt 20 Jahre oder sowas, aber wir haben den noch immer. Und ich mag den Schal super duper gerne, weil Burberry ist so und so sehr elegant, finde ich. Ich finde den ganz schön und vor allem, ja, wie gesagt, wenn man so bunte Sachen nicht so mag, dann kann man sich auch solche schönen karierten Schale kaufen. Vor allem kariert ist ja immer so ganz groß bei Schalen, wie zum Beispiel so Acne Studios und so weiter. Und holt euch einen chunky Schal. Ich habe das Gefühl, größere Taschen, also Schultaschen, so College-Taschen, also einfach ein bisschen größere Taschen, sind gerade wirklich so im Trend. Vor allem diese Polentasche, ich glaube, wir kennen sie alle, ich zeige euch die mal her. Ich finde sie an sich mega schön, aber ich brauche sie nicht, deswegen kaufe ich mir die auch nicht. Und es gibt gerade so schöne Taschen, auch bei Mango und Zara, und so eine braune große Tasche ist gerade wirklich der Hit. Ich habe hier meine zwei liebsten Taschen. Es ist einmal hier meine Goyard-Tasche. Muss natürlich auch nicht genau eine Goyard sein, aber ich liebe die wirklich und dunkelblau finde ich allgemein sehr schön. Also ich trage die wirklich mega gerne, die hat auch so braune Details drin. Also ich liebe solche Taschen, vor allem irgendwie im Winter und im Herbst finde ich sie noch schöner als im Sommer. Und eine Tasche, die ich früher echt so hässlich fand, aber mittlerweile finde ich die auch so cool, ist meine Longchamp. Die habe ich noch nicht so lange und ich habe die in diesem klassischen Dunkelblau. Wie man merkt, liebe ich Dunkelblau. Und ich finde die auch so schön und ich liebe die auch im Herbst, weil die peppt das Outfit so schön auf. Die Tasche in S, das fragen mich unglaublich viele Leute. Ich kann sie daher leider weniger für die Schule benutzen, weil da wirklich nicht viel reinpasst. Aber das sind so meine zwei Taschen, die ich liebe. Und das sind eigentlich auch meine einzigsten so großen Taschen für die Schule, wo auch zum Beispiel ein Laptop reinpasst. Und ich liebe diese beiden Taschen wirklich. Also wenn ihr euch jetzt noch so eine große Tasche holt, würde ich sie euch empfehlen, vielleicht ein Dunkelblau zu holen, in einem Dunkelgrün oder Braun. Und ich trage die super, super gerne im Herbst. Also sind diese Taschen auf jeden Fall ein großes, fettes Essential. So, mit den Klamotten, Taschen, Schalen sind wir jetzt durch. Und jetzt kommen wir so ein bisschen zu meinen eigenen Essentials. Da habe ich mir ein paar ausgewählt. Und ich liebe vor allem diese Sektion, weil da kann ich einfach so ein bisschen allgemein drüber reden. Nicht, wie es aussieht, sondern einfach, wie ich mich damit fühle und so weiter. Schließen wir mit einer Sache an, die ich so liebe. Und ich finde die Sache so wichtig, vor allem im Herbst und im Winter, weil man kann das so gut romantisieren. Nämlich sind es, wer jetzt gedacht, Bücher. Ich muss sagen, ich hatte mal meine richtig krasse Bücherphase. Da habe ich wirklich in einer Woche ein Buch gelesen und wirklich konstant. Weil es ist ein bisschen schwerer, vor allem jetzt auch wegen YouTube und so weiter und wegen der Schule ist es ein bisschen schwer. Aber jedoch, wenn ich ein Buch lese, lese ich es so, so gerne. Und ich habe hier einfach so meine drei Favorite-Bücher momentan. Mich haben auch öfter mal Leute danach gefragt. Wenn ihr ein Buchvideo möchtet, dann schreibt es mega gerne in die Kommentare. Ich mache es sehr gerne für euch. Fangen wir erst an mit dem Buch, was ich gerade lese. Das ist das Ever After, der schlafende Prinz Buch. Das lese ich gerade und habe angefangen letzte Woche, glaube ich. Und ich bin jetzt bei Seite 99 oder sowas. Also ich habe heute auch richtig viel gelesen. Ich liebe dieses Buch. Tatsächlich, ich habe mich jetzt das erste Mal an so Fiction-Bücher mehr dran getraut. Ich kann nicht erklären, um was es da genau geht, aber wenn ihr das vielleicht mal in der Buchhandlung seht, dann lest euch das hinten mal durch, weil das ist wirklich mega cool. Vielleicht blende ich es euch auch hier irgendwie ein. Aber ich liebe dieses Buch und es gibt mir so wirkliche Fall-Vibes. Es gibt ja auch Bücher, die extra irgendwie im Herbst geschrieben worden sind oder im Winter. Das kann ich euch auch mega empfehlen. Und ansonsten einer meiner zwei Lieblingsbücher. Ich habe so viele Bücher gelesen und ich habe so viele davon geliebt, aber das sind solche Bücher, die ich wirklich richtig gut fand. Nämlich ist es einmal Verity von Colleen Hoover. Ich habe wirklich schon viele Bücher gelesen und auch viele Bücher von Colleen Hoover. Und dieses Buch ist wirklich breathtaking. Ich habe das gelesen und saß teilweise mit offenem Mund da. Es war so krass, ich war so oft geschockt und es ist so spannend. Es ist auch so ein bisschen so ein Thriller. Und es war richtig krass. Also ich kann das nicht beschreiben, aber dieses Buch müsst ihr lesen, weil ihr verpasst wirklich was. Und ich mag allgemein die Bücher von Colleen Hoover sehr gerne. Also ich habe auch It Ends With Us, It Starts With Us. Ich habe eigentlich fast alle von ihr gelesen. Aber Ugly Love habe ich auch richtig gemocht. Das ist auch wieder so eine Liebesgeschichte. Ich kann es nicht mehr so gut erklären, weil es war auch schon eine lange Zeit. Aber ich erinnere mich noch daran, dass ich das Buch auch sehr, sehr gut fand und ja. Das sind so meine Bücher und ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber das Leben ist irgendwie viel schöner, wenn man ein Buch liest. Ich romantisiere dadurch so viele Sachen und irgendwie fühlt sich das alles so ein bisschen schöner an und ich fühle mich so, als wäre ich irgendwie
gerade so mittendrin, ich bin ja auch mitten so in der Geschichte und ich fühle das richtig mit. Ich habe früher Bücher gehasst, also wirklich gehasst. Immer wenn ich ein Buch für die Schule lesen musste, habe ich gefühlt geheult. Aber mittlerweile liebe ich Bücher so krass, vor allem wenn man nicht so krass am Handy sein möchte. Und vor allem, wenn ihr auch das Problem habt, dass ihr einfach zu oft am Handy seid und irgendwie nicht davon wegkommt, was es mir auch super oft so geht, dann versucht es mal mit Büchern, weil man kann sich irgendwie trotzdem beschäftigen und man kommt vom Handy weg. Bücher sind für mich auf jeden Fall ein dickes, fettes Essential. Und machen wir jetzt noch weiter mit den letzten drei Sachen. Das sind einfach so kleine Dinge, aber die ich trotzdem liebe. Nämlich ist es einmal der Flawless Filter von Charlotte Tilbury. Ich habe den jetzt so ein bisschen für mich entdeckt. Ich habe den ja im August geschenkt bekommen, aber vor allem diesen Monat oft benutzt. Ich finde den so gut, also wirklich so gut. Es gibt auch ganz, ganz viele Dupes von Catrice, von allen möglichen Marken eigentlich, von Elf. Also ihr müsst euch auf jeden Fall nicht den genau hier holen. Aber ich liebe den Flawless Filter wirklich. Meine Haut sieht so gut damit aus und so schön. Es muss einfach in dieses Video mit rein, weil ich weiß, das ist ein super duper geiles Produkt. Aber vielleicht solltet ihr mal den Dupe oder den Flawless Filter ausprobieren, weil der ist wirklich krass. Also ich kann es nicht beschreiben, aber ich liebe den so krass. Dann geht es aber mit einem Parfüm weiter. Ich bin so eine Person, ich kann mich immer schlecht entscheiden zwischen Parfüms. Also ich benutze immer mehrere, was heißt also nicht mehrere gleichzeitig, aber ich bin nicht eine Person, ich habe genau ein Parfüm. Aber vor allem im Herbst und im Winter liebe ich ein bisschen schwerere Düfte. Hier zeige ich euch einen von Jo Malone, der heißt Velvet Rose and Oud. Ich liebe diesen Duft und dieser Duft schreit Herbst. Ich kann es nicht erklären, aber vor allem von diesem Oud, das ist einfach so ein bisschen schwerer und auch Rose ist auch ein bisschen so ein schwerer Duft manchmal, finde ich. Und ich liebe diesen Duft. Also der schreit wirklich Herbst und ich finde den mega toll. Also ich habe den auch schon echt lange. Es war mein erstes Parfüm, mein erstes richtiges Parfüm. Aber ich liebe den. Und kommen wir auch schon zu meinem allerletzten Essential, was eigentlich immer mein Essential ist. Also wirklich im Herbst, im Sommer, im Winter, im Frühling. Also wirklich immer. Sind Knickies. Super random. Aber ich habe jetzt seit ein paar Monaten so Knickies für mich entdeckt. Und das ist wirklich nichts Krasses. Es sind einfach nur Haargummis, die irgendwie auch gleichzeitig Armbänder sind. Aber ich habe wirklich immer ein Knicky in meinen Haaren oder an meinem Handgelenk, weil ich die so krass liebe. Ich habe das Gefühl, ich schade meinen Haaren nicht so damit. Ich mag Scrunchies zwar zum Schlafen oder sowas, aber ich mag das nicht so, wenn man das so ums Handgelenk hat, weil das sieht irgendwie so groß aus und ich mag das nicht. Und die sind so klein und schön und ich habe das Gefühl, die schaden den Haaren auch nicht so. Um ehrlich zu sein, macht das Outfit irgendwie auch ein bisschen cooler. Deswegen, ja, die Knackies kommen auf jeden Fall noch dazu. Und das war mein Fall Essentials Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und das war jetzt meine ehrlichen Essentials. Also ich habe nicht irgendwelche Sachen geholt, die ich diesen Monat gekauft habe und sage ich jetzt, wow, das ist so mega und so. Ich habe von mir aus habe ich wirklich das Gefühl, dass das meine Fall Essentials sind. Und ich diese Sachen wirklich täglich benutze im Herbst. Und ja, das war mein Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, ich schreibe euch hier rein, ob ich die Sachen vielleicht irgendwie die Artikelnummer reinschreibe, die Marke oder ob ich unten vielleicht noch ein paar coole Dupes oder ähnliche Sachen reinstelle. Müsst ihr gleich mal schauen. Aber ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, dann lasst sehr, sehr gerne ein Like da. Das hilft mir persönlich auch und habe einfach so eine kleine Rückmeldung von euch, ob euch die Sachen überhaupt gefallen. Schreibt mir ansonsten, wie gesagt, noch unten rein, ob ihr noch ein Book Recommendation Video sehen möchtet, weil ich habe da einiges zu recommenden und einiges vielleicht nicht zu recommenden. Und ja, ich habe euch alle lieb. We'll be right back.